CDU und Grüne planen gerade in Nordrhein-Westfalen einen neuen Koalitionsvertrag. Man hat sich schon auf Eckpunkte geeinigt. Einer dieser Punkte ist, dass die Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Und die Begründung, die man liefert, ist einerseits die schlechte Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl und dass man eben die Demokratie stärken will. Zitat, auch Beteiligungsmöglichkeiten vor allem für diejenigen ausbauen, die bislang zu wenig repräsentiert sind. Ich würde ganz klar sagen, wer Kindern ein Wahlrecht gibt, der stärkt die Demokratie nicht, sondern er manipuliert eigentlich genau genommen die Demokratie, weil Kinder sehr anfällig sind und sich vor allen Dingen gerade auch in dem Alter, wir sehen es, eher von Influencern und von YouTubern politisieren lassen, aber nicht irgendwie von Schulbildung, die sie inzwischen auch boykottieren, um das Klima zu retten. Wir haben auch ein Paradoxon hier, weil wir einerseits Jugendliche bis zum Alter von 21 Jahren teilweise noch unter Welpenschutz stellen im Strafrecht, weil wir davon ausgehen, dass wir sie mit Jugendstrafrecht noch bestrafen. Wir haben 18-Jährige, dürfen sich kein Tattoo stechen lassen und dürfen nicht mal in die öffentliche Sauna ohne Erlaubnis ihrer Eltern. Jetzt sollen sie aber wählen dürfen. Ich hätte einen Gegenvorschlag zu bringen, anstatt das Wahlalter auf 16 Jahre runterzulegen, um Kindern und Jugendliche besser zu repräsentieren, sollten wir endlich ein Familienwahlrecht einführen und diese Stimme den Eltern geben. Eltern kümmern sich um ihre Kinder, vertreten ihre Kinder überall juristisch. Und das wäre tatsächlich auch ein Quantensprung in der Demokratie, wenn tatsächlich Familien für jedes Familienmitglied eine Stimme hätten. Und dann würden wir vielleicht auch die Familienpolitik bekommen, die ihren Namen auch verdient. Herr Frey, wäre das nicht ein super Vorschlag für die Union? Weil die Union kommt ja bei den jungen Leuten nicht so gut an wie FDP und Grüne. Also eigentlich müssen Sie auch sagen, Frau Kelle, danke für den Vorschlag, ich nehme es direkt mit. Naja, also da gab es auch schon andere Zeiten und die werden auch wieder kommen. Davon bin ich überzeugt. Sie werden bei den Jungen wieder innen sein. Ja, davon bin ich überzeugt. Das werden wir durch gute Politik erreichen. Ich finde den Befund etwas problematisch. Das muss ich ganz ehrlich sagen und würde es deswegen auch nicht so apodiktisch formulieren, auch wenn ich jetzt auch nicht ein großer Anhänger des Wahlrechts mit 16 bin. Ich finde einfach, man muss aufpassen, dass Rechte und Pflichten nicht auseinanderfallen. Und Sie haben ein paar Beispiele genannt. Es ist in der Tat nicht unproblematisch, wenn man einerseits nicht in jeden Kinofilm gehen darf, aber auf der anderen Seite Parlamente mitwählt. Das passt irgendwie nicht so recht zusammen. Der Handyvertrag, den man nicht selber abschließen darf ohne Zustimmung der Eltern. Aber auf der anderen Seite wählt man. Und deswegen finde ich schon immer, dass es notwendig ist, Rechte und Pflichten zusammenzubringen. Das ist übrigens nichts Statisches. Wir hatten früher auch mal die Volljährigkeit mit 21 und die hat man zu Recht auf 18 heruntergesetzt. Aber etwas, was ich im Übrigen auch im Grunde nicht akzeptieren kann, ist, dass wir planmäßig, so muss man ja sagen, wenn man es sich faktisch anschaut, bis zum 21. Lebensjahr Jugendstrafrecht anwenden. Das finde ich aber viel eher ein Problem, dass wir für Leute, die genau wissen, was sie tun, und das ist bei 19-, 20-, 21-Jährigen der Fall, da immer noch eine falsche Milde an den Tag legen. Also mir geht es eher um die grundsätzliche Frage, Rechte und Pflichten zusammenzubringen. Man kann nicht vom einen nur das Gute haben und das andere beiseite legen. Gehen wir mal in die Runde. Herr Werner, sind die 21-Jährigen, also die 18-Jährigen, Frau Kelle möchte es ja auf 21 haben, sind die... Nee, ich will es nicht auf 21 haben. Ich will es nicht auf 16 senken. Ich finde, dass das Wahlalter mit 18 ein gutes Alter ist. Man wird volljährig, man hat eben die Verpflichtungen dann auch und dann kriegt man auch das Wahlrecht. Aber dass man ein Recht verliehen bekommt, ohne dass man jemals Konsequenzen für das tragen muss, was man da tut. Oder auch, dass man es geistig nicht in der Lage ist, vielleicht zu durchblicken. Also Sie sind mit 18 völlig in Ordnung, wollen nur nicht 16 haben. Genau, ich finde, dass 18, diese juristische Volljährigkeit ein gutes Alter ist. Es ist auch das Alter, in dem man sich selber auch wählen lassen kann. Also wir haben im Moment haben wir ja sozusagen eine Einheit in dem Alter, wo man wählen darf, sich auch selbst zur Wahl stellen darf. Üblicherweise. Jedenfalls. Üblicherweise. Mhm. Und das Sie finde möchten ich nicht 16-jährige Bundestagsabgeordneten haben. Nein, ich finde auch nicht, dass sie wählen. Ich kenne genug Teenager und deswegen denke ich irgendwie, wir sollten hier nicht... Fragen wir doch mal Herrn Janicek. Die Grünen würden ja davon profitieren, wenn das Wahlrecht ab 16 wäre. Deswegen wollen wir es ja. Das ist jetzt nicht der Punkt für mich. Also in Nordrhein-Westfalen haben wir das, glaube ich, sogar jetzt vereinbart in der Sondierung mit der... Ja. NRW-CDU, ja. In Österreich gibt es das schon. Ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 12 und 14, aber noch eine ist 6. Aber Gott, mich hätte man mit 16 nicht wählen lassen sollen. Die YouTuber-Generation, die ist ja durchaus auch politisiert in Teilen. Die schauen sich ja auch nicht nur Dinge an, die jetzt irgendwelche
Insta-Blogger machen, sondern kennen halt auch Sie die politische erfolgreichsten Influencer? Die machen vor allem Schminktutorials. Das weiß ich. Zum Beispiel Bibi Klaassen oder aber ich kann es gibt auch ein paar andere. Wir hatten mal den Rezo zum Beispiel, der sehr kontrovers ist bei uns auch mal in der Fraktion zur Diskussion. Ich habe mich durchaus auch nicht nur in ihm wiedergefunden. Also da ist Spannung da. Aber es Wie ist auf jeden ist Fall die Zielgruppe seiner Videos? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das ist nämlich ganz erschreckend. Drüber, ne? Das ist mir ganz erschreckend, das die Influencer, die Polit-Influencer gar nicht so sehr die ganz Jungen erreichen. Das denkt das man spricht immer. Spricht ja dann dafür, dass gar nicht die schlauer sind, dann, wenn sie 20 sind und 25. Dann kann die 16 ja auch wählen. Sie möchten ja auch ab 18, dass es bleibt, Frau Köln. Ja, ich halte es überhaupt nicht für verbesserungswürdig oder ich halte es nicht für nötig, dass wir hier irgendetwas verändern, weil es mir einfach Sorgen macht, dass hier eigentlich nur, es ist fast eine populistische Forderung. Man weiß eben gerade auch von grüner Seite, dass die Jugendlichen in dem Alter dazu neigen, eher die Grünen linksalternativ zu wählen. Das heißt vor allen Dingen, die Grünen würden massiv davon profitieren im Moment. Irgendwie, aber was auch ein Problem ist, wenn ich das mal sagen darf, wir haben ja eine Altersspreizung in der Gesellschaft und die wird ja nicht geringer. Also wir werden eine ältere Gesellschaft, das ist so. Und das heißt, immer mehr Menschen über 60 dominieren die Entscheidungen dann. Jetzt komme ich dann auch irgendwann mal rein in 15 Jahren, 14 nur noch. Aber es ist natürlich für eine Demokratie auch nicht toll, wenn Entscheidungen, also wenn man die Leute unter 18 komplett ausklammert. Und deswegen in irgendeinem Weg muss man finden. Aber dann geben Sie doch den Eltern. Aber warum denn nicht den Vorschlag dann? Die Kinder, vielleicht sollte man sogar so weit gehen und sagen. Entschuldigen Sie mal, aber ich bin doch für alles, was meine Kinder tun, verantwortlich. Ich vertrete sie juristisch in allen Belangen. Das ist gesetzlich so geregelt. Warum sollte ich denn nicht im Interesse meiner Kinder handeln? Und im Übrigen, wenn Sie das Familienwahlrecht nehmen, dann geben Sie nicht nur den 16- und 17-Jährigen eine Stimme, sondern Sie würden jedem Kind eine Stimme geben. Ja? Und je jünger die Kinder sind, umso mehr sind sie betroffen von der Politik, die Sie und Sie gerade machen. Ja, das heißt, wenn Sie wirklich nachhaltig jedem Kind eine Stimme in der Politik geben wollen, dann sollten Sie den Eltern für jedes Kind eine Stimme geben. Und dann hätten wir auch in Corona-Politik zum Beispiel die Belange der Kinder ganz anders berücksichtigt.